Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Ernst Jünger, Fliegende Fische. Seit gestern vergnüge ich mich mit dem Studium fliegender Fische, die bald hinter den Azoren auftauchen. Sie schießen vor dem Bug des Schiffes zuweilen einzeln, häufiger noch in Schwärmen, aus dem Wasser auf. Die ersten, die ich erblickte, waren ziemlich klein. Sie schienen mir kaum spannenlang. Auch glaubte ich zunächst an einen Augentrug, an eine reine Erzeugung der Fantasie. Als sich jedoch das Schauspiel wiederholte und größere Tiere erschienen, prägte sich mir bald der Ablauf des Fluges ein. Der Fisch erhebt sich pfeilschnell aus dem Wasser und schwebt flach über seinen Spiegel hin. Bevor er sich ablöst, wirbelt der Schwanz noch eine Weile wie eine Schraube auf dem Wasser. Dann fliegt der Körper, wie aus einer Schleuder abgeschossen, durch die freie Luft. Im Anfang der Bahn perlt eine Doppelkette von Wassertropfen von den ausgespannten Flossen ab. Nach einer oft ausgedehnten Fahrt, bei der auch Bogen beschrieben werden, taucht der Fisch mit angelegten Flossen wieder ein. Die See spritzt dabei wie unter dem Einschlag eines Geschosses auf.